hallo, herzlich willkommen bei mir, der Ersatzkapitän Daniel Suck. Daniel, schön, dass du Zeit hast. Danke dir. Gerne. Daniel, lass uns kurz mal über die Hinrunde sprechen. Wir haben ja unser erstes Rückrundenspiel gehabt, aber in der Hinrunde, wenn man sich mal die Tabelle anschaut, auswärts sind wir top oben dabei. Da sind wir Dritter. Heim ein wenig schwächeln wir. Kannst du uns kurz dein Fazit von der Hinrunde wiedergeben? Ja, also ich denke, dass wir gerade am Anfang sehr, sehr stark begonnen haben, auch wirklich ansehnlich gespielt haben, auswärts natürlich richtig gut begonnen haben, ich glaube mit 5 Siegen auswärts. Warum es jetzt daheim zu Beginn nicht geklappt hat, weiß ich jetzt ehrlich gesagt selber nicht so ganz. Wir hatten, denke ich, auch starke Gegner daheim. Bisschen unglücklich vielleicht auch gerade die nur jeweils einen Punkt gegen Burghausen und gegen Bayern. Wenn wir da vielleicht einen Dreier geholt hätten in einem der beiden Spielen, dann läuft es vielleicht auch nochmal daheim ganz anders. Nichtsdestotrotz denke ich, dass wir die Hinrunde, wenn man mal am Ende sieht, wir standen überm Strich. Das ist auch unser Ziel am Ende der Saison. Und wenn wir das jetzt in den ersten 19 Spielen so handhaben konnten, dann denke ich, dass es auch ja, ein gutes Polster einfach schon aufgebaut haben. Und wenn wir so in der Rückrunde jetzt einfach weitermachen, dann denke ich, dass es auch am Saisonende alles klappt. Inwieweit spielt es eine Rolle, dass wir doch jetzt einige Verletzte haben? Weil ich meine, wenn man sich jetzt die Spiele mal auswärts anschaut, da sieht man keinen Unterschied wirklich. Heim sieht man doch ein bisschen Unterschied. Dennis ist ja auch nicht da. Inwieweit spielt das eine Rolle? Ja, ich denke, dass gerade jemand wie der Dennis, der einfach eine Leitfigur ist für die jungen Leute oder für alle anderen auf dem Platz, schon enorm fehlt. Das merkt man einfach in kleinen Situationen schon, dass da die Ruhe fehlt, jemanden, den du immer anspielen kannst, der immer eigentlich eine Idee hat, sage ich jetzt mal. Und ich meine, gerade bei so vielen jungen Leuten, die wir in der Mannschaft haben, ist das halt schwierig, jemanden zu kompensieren, der einfach, wie gesagt, so eine Leitfigur ist. Und ja, dann kamen noch einige andere Verletzte dazu, Mike verletzt in Schweinfurt, Silas verletzt im Rücken und. Ja, und dann zieht sich das einfach durch, wenn so ein gewisses Gerüst, sage ich jetzt mal, an ein bisschen erfahreneren Spielern fehlt, dann merkt man das einfach und dann ist es schwierig. Wenn man sich mal die letzten Heimspiele anschaut, bei dem einen warst du ja auch nicht dabei, weil du ja verletzt warst. Das andere Spiel jetzt, wo wir gewonnen haben, warst du dabei am letzten Dienstag. Man merkt schon, wenn du oder auch wenn der Sidas auf dem Platz ist, wird wieder mehr kommuniziert. Sehe ich das richtig oder waren davor einfach die Kommunikation etwas leiser als sonst? Ja gut, das ist immer ein bisschen schwierig, das von außen beurteilt man das oftmals anders, wie jetzt, wenn man selber auf dem Platz steht. Ich kann das nur sagen, wenn ich auf dem Platz stehe, dann finde ich es wichtig zu reden. Ob das jetzt den anderen 10 auf dem Platz hilft oder nicht, das weiß ich jetzt nicht unbedingt. Zumindest bringt es den Fans was, weil man merkt, da ist wieder ein bisschen was im Team drin. Ja, ich denke aber nicht, dass das jetzt an unbedingt einzelnen Spielern liegt. Natürlich gibt es jemanden, der vielleicht ein bisschen lautstärker ist, der andere ein bisschen leiser. Aber ich finde auch, dass es im Prinzip darauf ankommt, was für Kommandos kommen. Es muss jetzt nicht unbedingt viel sein, aber halt im richtigen Moment. Und vielleicht hat das einfach in der einen oder anderen Situation gefehlt. Und deswegen war es vielleicht auch einfach nicht so erfolgreich. Schauen wir jetzt mal auf die letzten Spiele. Was sagst du, wo stehen wir am Ende der Saison? Was nehmt ihr euch vor, außer über den Strich zu stehen, was wir natürlich alle hoffen? Ja, schön wäre es natürlich, wenn wir vielleicht die Punktemarke der letzten Saison knacken könnten, um einfach nochmal, sage ich jetzt mal, das beste Ereignis oder Ergebnis für Garching zu erreichen in der Regionalliga. Was es dann am Ende an Tabellenplatz heißt, ist klar, dass es überm Strich ist, aber ob das jetzt 10., 9. oder sonst irgendwas ist, glaube ich, ist sekundär, weil das Wichtigste ist, dass wir drin bleiben. Heißt das, ihr selber als Spieler achtet nicht wirklich auf den Tabellenplatz, sondern euch ist einfach nur wichtig, dass das gute Ergebnis, was wir letzte Saison hatten, nochmal zu toppen? Ja, ich denke, das ist für jeden schön, der jetzt auch vielleicht neu dazugekommen ist, ein Teil davon zu sein, das beste Saisonergebnis erzielt zu haben von Garching. Und deswegen, ich meine, aufsteigen werden wir nicht und deswegen hoffen wir einfach, dass wir so gut wie möglich abschneiden. Du, gegen Aufstieg hätte ich grundsätzlich nichts, aber da fehlen ja leider die Voraussetzungen. Spielerisch würden wir es vielleicht schaffen, aber der Platz und das Stadion. In dem Sinne verabschieden wir uns. Daniel Suck sagt es gerade, über den Strich am Ende der Saison wollen wir stehen. Schauen wir uns mal die Saison an, was passiert. Ihr hört von uns. Danke, ciao.